An einem sonnigen Sonntagmorgen erwachte die kleine Stadt Alvarez langsam zu einem weiteren Tag der Andacht und des Abendmahls. Die Glocke der Kapelle, eines alten Gebäudes mit moosbedeckten Steinwänden und großen Glasfenstern, rief die Gläubigen zur Messe. Es war ein Tag wie jeder andere, bis auf die unerwartete Anwesenheit, die den Frieden der Gemeinschaft bald stören würde. Pater Lorenzo, ein Mann mittleren Alters mit grauen Haaren und freundlichen Augen, bereitete sich gerade auf die Feier vor, als er ein Geräusch vom Eingang her hörte. Es war Leo, ein streunender Hund, den jeder im Dorf kennt und der entgegen seiner üblichen ruhigen Art mit frenetischer Energie in die Kapelle rannte. Der Hund richtete seine Aufmerksamkeit auf die neue Marienstatue, die die Kapelle erhalten hatte, rannte direkt zum Altar und begann wie wild zu bellen. »Leo, was hast du, mein Freund?« fragte Pater Lorenzo, überrascht von der Unruhe des Hundes. Leo antwortete natürlich nicht, aber sein Verhalten war Antwort genug. Die Gläubigen begannen sich zu regen und murmelten untereinander über das seltsame Verhalten des Hundes. »Das ist ein schlechtes Omen«, flüsterte eine ältere Frau und machte das Kreuzzeichen. »Es muss eine logische Erklärung geben. Vielleicht hat sich dort ein Tier versteckt«, argumentierte ein junger Mann und versuchte ruhig zu bleiben. Pater Lorenzo, der versucht, die Ordnung wiederherzustellen, nähert sich Leo und versucht, ihn mit Streicheleinheiten und netten Worten zu beruhigen. »Leo, bitte beruhige dich. Hier gibt es nichts, was dir schaden könnte.« Aber Leo beruhigte sich nicht. Er bellte weiter. Seine Augen starrten die Statue mit einer Intensität an, die über das hinauszugehen schien, was Menschen wahrnehmen konnten. »Sieht er etwas, was wir nicht sehen?« murmelte eine junge Mutter und drückte ihren Sohn enger an sich. Die Spannung in der Kapelle wuchs und die Gläubigen schwankten zwischen Irritation und Neugierde. Einige forderten, Leo zu entfernen, während andere den Hund verteidigten und meinten, dass seine Reaktion ein göttliches Zeichen sein könnte. »Lasst uns mit der Messe fortfahren. Ich bitte Sie, den Glauben zu bewahren und ruhig zu bleiben«, verkündete Pater Lorenzo und versuchte, seine Stimme über das Bellen von Leo und das Gemurmel der Gemeinde zu legen. Doch selbst als die Messe weiterging, warf der Vorfall mit Leo einen geheimnisvollen Schatten auf die Alvarez-Gemeinde. Was eigentlich nur ein weiterer Sonntag der Andacht sein sollte, wurde zum Vorspiel für Ereignisse, die den Glauben und die Einheit aller auf die Probe stellen würden. Im Laufe des Tages wurde das Verhalten von Leo zum Hauptthema unter den Dorfbewohnern. Auf den Straßen und in den Häusern wurde über die Bedeutung seiner Reaktion diskutiert. »Glaubst du, Leo hat gespürt, dass die Statue etwas Böses will?«, fragte Maria, die Bäckereibesitzerin, während sie einem Kunden frisches Brot servierte. »Ich weiß es nicht, aber Tiere haben geschärfte Sinne. Vielleicht will er uns vor etwas warnen«, antwortete die Kundin, nahm das Brot und blickte nachdenklich auf die Kapelle auf der anderen Straßenseite. Währenddessen war Pater Lorenzo nach der Messe allein in der Kapelle und betrachtete die Marienstatue mit einer Mischung aus Bewunderung und Unsicherheit. »Was verbirgst du, meine Heilige?«, murmelte er, mehr zu sich selbst als zu dem Bild vor ihm. Leos Ankunft in der Kapelle von Alvarez und seine unerklärliche Reaktion auf die Marienstatue waren der Beginn einer Reihe von Ereignissen, die lange verborgene Geheimnisse ans Licht brachten und den Glauben und den Mut der Bewohner von Alvarez auf die Probe stellten. Was als ruhiger Sonntag begann, wurde schnell zum Auftakt eines Geheimnisses, das die ganze Stadt in die Suche nach Antworten verwickeln sollte. In den folgenden Tagen wurde die Ruhe von Alvarez durch eine Atmosphäre der Unruhe ersetzt. Der Vorfall mit Leo in der Kapelle geriet nicht in Vergessenheit, sondern wurde im Gegenteil zum Mittelpunkt einer Reihe von Gesprächen und Spekulationen, die die Straßen und Häuser des Dorfes durchdrangen. In der Zwischenzeit wurde Pater Lorenzo immer mehr von Zweifeln und Sorgen geplagt und fragte sich, woher die Statue stammte und was sie wohl verbarg. Eines Abends, als Pater Lorenzo bei Kerzenschein in alten Kapellenunterlagen stöberte, fand er eine Notiz über die Ankunft der Statue, in der nur erwähnt wurde, dass sie anonym gespendet worden war, ohne weitere Einzelheiten. Wer sollte daran interessiert sein, eine Statue anonym zu spenden? Und warum? Fragte er sich und spürte die Last der Verantwortung auf seinen Schultern. Entschlossen, Antworten zu finden, berief Pater Lorenzo ein Treffen mit einigen der einflussreichsten Einwohner von Alvarez ein. Zu ihnen gehörten Clara, eine angesehene Lehrerin, John, der Schmied,
und Sophia, die Leiterin des Kapellenchors. Gemeinsam erörterten sie die Möglichkeit, die Herkunft der Statue und den Grund für Leos Verhalten zu erforschen. Heute Morgen habe ich Leo gesehen, der immer noch in der Kapelle herumhängt. Es ist, als ob er auf der Hut ist, sagt Sophia besorgt. Tiere haben eine andere Wahrnehmung als wir. Wenn Leo sich so verhält, muss es einen Grund dafür geben, fügte John hinzu und verschränkte nachdenklich die Arme. Ich stimme zu, sagte Pater Lorenzo. Und ich fürchte, wenn wir nicht herausfinden, was los ist, könnte der Frieden unserer Gemeinschaft gefährdet sein. Die Sitzung endete mit dem Beschluss, die Statue sorgfältig auf Unregelmäßigkeiten zu untersuchen und gegebenenfalls einen Spezialisten für sakrale Kunst zu konsultieren. Pater Lorenzo verpflichtete sich außerdem, mehr über den anonymen Spender herauszufinden, in der Hoffnung, dass dies einige Anhaltspunkte liefern könnte. In den folgenden Tagen, während die Untersuchung der Statue fortgesetzt wurde, ereigneten sich in Alvarez seltsame Vorfälle. Die Tiere auf dem Hof von Herrn Antonio, dem größten Milchviehhalter der Region, erkrankten plötzlich und ohne Erklärung. Die Ernte von Frau Teresa, die für ihren Reichtum bekannt war, wies trotz ihrer sorgfältigen Pflege Anzeichen von Seuchen auf. Die Gemeinde war in Aufruhr und viele begannen zu vermuten, dass diese widrigen Ereignisse irgendwie mit der Statue und Leos Warnung zusammenhingen. Es ist ein Fluch, flüsterten einige Dorfbewohner in den Schatten der Nächte, während andere nach einer schnellen Lösung riefen, um die Harmonie im Dorf wiederherzustellen. Obwohl Pater Lorenzo versuchte, ruhig und vernünftig zu bleiben, konnte er nicht umhin, eine wachsende Unruhe zu spüren. Er wusste, dass Aberglaube schnell in Panik umschlagen konnte, und er war entschlossen, Antworten zu finden, bevor sich die Angst noch weiter ausbreitete. An einem bewölkten Nachmittag, während Leo draußen Wache hielt, begannen Pater Lorenzo und einige Freiwillige, die Statue zu untersuchen. Sie fuhren vorsichtig mit den Händen über die Oberfläche und suchten nach Anomalien. In diesem Moment spürte Clara, die den Sockel der Statue untersuchte, eine leichte Vertiefung unter ihren Fingern. »Vater, hier drüben, spüren Sie das!« rief sie und machte dem Priester Platz. Pater Lorenzo trat heran, und als er die von Clara angedeutete Stelle berührte, konnte er deutlich eine Abweichung in der Textur des Steins spüren. Ein kleiner, kaum wahrnehmbarer Riss schien am Sockel der Statue geschickt kaschiert worden zu sein. »Was nun?« fragte Sophia und sah den Priester erwartungsvoll und besorgt an. »Wir werden die richtigen Werkzeuge brauchen, um das weiter zu untersuchen«, antwortete Pater Lorenzo mit einer entschlossenen Stimme. »Irgendetwas sagt mir, dass wir dabei sind, das zu entdecken, wovor uns Leo immer gewarnt hat. Als sie sich darauf vorbereiteten, das in der Statue verborgene Geheimnis zu erforschen, konnten die Bewohner von Alvarez nicht ahnen, dass sie kurz vor einer Entdeckung standen, die ihre Sicht auf ihre Kapelle, ihren Glauben und die geheimnisvolle Verbindung zwischen Leo und der Marienstatue für immer verändern würde. Nachdem sie das nötige Werkzeug besorgt hatten, versammelten sich Pater Lorenzo und sein Team von Freiwilligen, darunter Clara, John und Sophia, in der Abenddämmerung in der Kapelle. Das Sonnenlicht fiel durch die Buntglasfenster und tauchte den Innenraum in leuchtende Farben, während Leo von draußen aufmerksam zusah, als wüsste er um die Bedeutung des Augenblicks. Behutsam begannen sie, den Riss zu bearbeiten, den Clara entdeckt hatte. Als sie die oberste Schicht entfernten, kam ein verborgener Hohlraum am Fuß der Statue zum Vorschein. Zur Überraschung aller fanden sie darin eine kleine Holztruhe, die von der Zeit verwittert war, aber offensichtlich absichtlich dort platziert wurde. »Das ist unglaublich«, murmelte John mit großen Augen. »Wer würde das hier hergestellt haben und warum?« Pater Lorenzo öffnete den Safe mit zitternden Händen und enthüllte seinen Inhalt. Eine Reihe alter Manuskripte und einen Metallgegenstand, der wie ein antikes Exorzismuskreuz aussah. Die Manuskripte, die in einer eiligen Handschrift geschrieben waren, enthielten Berichte eines früheren Priesters von Alvarez über eine Reihe unerklärlicher Ereignisse, die das Dorf vor Jahrhunderten heimsuchten, Ereignisse, die einer bösen Präsenz zugeschrieben wurden. »Das erklärt Leos Reaktion«, sagte Clara und las über Pater Lorenzos Schulter. »Er muss die Anwesenheit dieses Bösen gespürt haben.«
In den Dokumenten wurde beschrieben, wie das Exorzismuskreuz verwendet wurde, um diese böse Präsenz zu vertreiben und wie anschließend Gegenstände im Inneren der Statue versteckt wurden, um das Böse an der Rückkehr zu hindern. Die Marienstatue diente also als stiller Wächter, der Alvarez vor Kräften schützte, die seinen Frieden zu stören versuchten. Mit der Entdeckung der Truhe und ihres Inhalts erkannten Pater Lorenzo und die Dorfbewohner, dass die jüngsten Unruhen ein Zeichen dafür sein könnten, dass das Böse wieder aufzutauchen versuchte. Sie wussten nun, dass nicht die Statue selbst die Ursache für die Probleme war, sondern das, was sie verbarg. Entschlossen, das Dorf zu schützen, organisierten sie eine Segnungs- und Exorzismuszeremonie in der Kapelle und luden alle Bewohner dazu ein. Leo, der vor der verborgenen Gefahr gewarnt hatte, wurde als besonderer Gast geehrt und erhielt von allen Anwesenden Zuneigung und Anerkennung. In der Nacht der Zeremonie war die Kapelle voll besetzt. Die Luft war erfüllt von gespannter Erwartung, aber auch von Hoffnung. Pater Lorenzo, der die zeremoniellen Gewänder trug und das alte Exorzismuskreuz in der Hand hielt, leitete die Gemeinschaft im Gebet an und beschwor den göttlichen Schutz vor den Mächten des Bösen, die ihren Frieden bedrohten. Während er die Exorzismusgebete sprach, brach draußen ein unerwartetes Gewitter aus, mit Blitzen am Himmel und Donnergrollen, das die Worte des Priesters wiederzuspiegeln schien. Leo, der ruhig neben dem Altar saß, beobachtete alles mit einem Ausdruck der Gelassenheit. Im Laufe der Zeremonie begann sich die Atmosphäre in der Kapelle zu verändern. Ein Gefühl von Frieden und Licht erfüllte den Raum und vertrieb die Schatten der Angst und des Zweifels. Als Pater Lorenzo seine Gebete beendete, legte sich der Sturm draußen so plötzlich, wie er begonnen hatte, und hinterließ eine tiefe Ruhe. In den folgenden Tagen und Wochen erlebte Alvarez eine Erneuerung des Glaubens und der Gemeinschaft. Die Probleme, die das Dorf geplagt hatten, verschwanden und die Bewohner empfanden eine tiefe Dankbarkeit für Leo, dessen Intuition und Loyalität alle vor einer unsichtbaren Gefahr bewahrt hatte. Pater Lorenzo, der über die Ereignisse nachdachte, empfand eine tiefe Bewunderung für die Weisheit und das Geheimnis der göttlichen Schöpfung und erkannte, dass selbst die einfachsten Wesen eine große Aufgabe haben können. Leo, der nun von der Gemeinschaft als Held angenommen wurde, symbolisierte die Verbindung zwischen dem Göttlichen und dem Irdischen und erinnerte daran, dass der Glaube in all seinen Formen die Macht hat, zu vereinen und zu schützen. Die Alvarez-Kapelle, deren Marienstatue noch immer steht, wurde zum Symbol der Hoffnung und des Widerstands gegen die Mächte der Finsternis, zum Leitstern für das Dorf und für alle, die in ihrem Glauben Zuflucht suchten. Und so gedieh Alvarez durch Einheit und Liebe, gesegnet mit einem dauerhaften Frieden, der wie ein Echo der Gebete der Vorfahren widerhallte. Die Exorzismuszeremonie in der Kapelle von Alvarez markierte den Beginn einer neuen Ära für das Dorf. Die böse Präsenz, die einst den Frieden und die Harmonie der Gemeinschaft bedrohte, wurde dank des Mutes und des Glaubens der Dorfbewohner, angeführt von Pater Lorenzo und geleitet von Leos Beschützerinstinkt, vertrieben. Die nun gereinigte und gesegnete Kapelle wurde wieder zu einem Ort der Zuflucht und der Hoffnung, zu einem Leuchtturm für alle, die in ihr Trost und Orientierung suchten. In den folgenden Monaten blühte das Leben in Alvarez wie nie zuvor. Die Ernten waren reichlich, die Tiere gediehen und die Dorfbewohner lebten in einem Zustand der Dankbarkeit und Freude. Die Geschichte des Kampfes gegen die böse Macht und des errungenen Sieges verbreitete sich und machte das Dorf zu einem Wallfahrtsort für alle, die die Kraft des Glaubens und der göttlichen Fürsprache erleben wollten. Leo, der tapfere Hund, der eine entscheidende Rolle beim Schutz des Dorfes gespielt hatte, wurde in Alvarez zu einer lebenden Legende. Sein Name war ein Synonym für Treue, Mut und die geheimnisvolle Brücke zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen. Die Kinder folgten ihm auf Schritt und Tritt und die Erwachsenen behandelten ihn mit dem Respekt und der Zuneigung, die einem Beschützer gebührt. Als Pater Lorenzo über die Ereignisse nachdachte, beschloss er, die ganze Geschichte in einem neuen Manuskript festzuhalten, das in der Kapelle als Zeugnis für die Stärke der Alvarez-Gemeinschaft im Angesicht des Bösen aufbewahrt werden sollte. Er wollte, dass künftige Generationen wissen, wie wichtig Wachsamkeit, Glaube und bedingungslose Liebe sind – Lektionen, die Leo gelehrt hat.
Eines Tages, an einem goldenen Herbstnachmittag, versammelte sich die Alvarez-Gemeinschaft in der Kapelle zu einer besonderen Zeremonie zu Ehren von Leo. Im Garten der Kapelle wurde eine Gedenktafel mit folgender Inschrift enthüllt: Für Leo, den Wächter von Alvarez, dessen Mut und Liebe uns beschützt haben. Möge seine Geschichte uns allen Mut und Vertrauen einflößen. Die Zeremonie war für alle Anwesenden ein Moment großer Ergriffenheit. Tränen der Dankbarkeit und Lächeln der Freude mischten sich, als Pater Lorenzo die Gedenktafel segnete und damit auch alle Dorfbewohner für ihre Einheit und Stärke. Im Herzen von Alvarez blieb die Marienstatue stehen, die nun nicht nur als Symbol für die Mutter Christi, sondern auch als Erinnerung an den Weg des Dorfes durch die Dunkelheit ins Licht gilt. Die Statue war eine stille Hüterin der Geschichten, Geheimnisse und Wunder, die sich an diesem heiligen Ort ereignet hatten. Im Laufe der Zeit wurden die Geschichte von Alvarez und die Legende von Leo in das Gewebe des Dorfes eingewoben, ein Vermächtnis des Glaubens, des Mutes und der Gemeinschaft. Das Dorf blühte weiter auf, eine Oase des Friedens und der Hoffnung in einer oft turbulenten Welt, ein lebendiges Zeugnis dafür, dass selbst in den dunkelsten Stunden ein Licht auftauchen kann, das vom Glauben und von bedingungsloser Liebe geleitet wird. Und so blieb die Geschichte von Alvarez, Pater Lorenzo und Leo ein Leuchtfeuer für alle, die nach Inspiration suchten, und erinnerte alle an die Gegenwart des Göttlichen in den einfachsten Gesten von Mut und Liebe.